herzlich willkommen in meiner Garage sowie auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Folge Nummer 2. Das wird so eine optische Folge sein. Ich bin zugange von außen am Karosserie und schweißen, spachteln, schleifen und so weiter. Das seht ihr alles in dieser Folge. Ja, in dieser Folge seht ihr, wie die Stoßstangen, da liegen die bei mir, wie ich die zusammenbaue, genauso wie Gold ist von den Rädern ab. Ich habe die endlich mal lackiert und natürlich gibt es auch in dieser Folge Unboxing. Ich habe ein paar Pakete gekriegt, machen wir live auf. Später zeige ich euch, wie im Moment meine Niva aussieht. Aber erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Schaut mal dieses Video, teilt das an eure Freunde, schaut hin, wie ich das mache. Ob ich das richtig mache oder falsch, müsst ihr auch nachher beschreiben, was ich so falsch mache. Und wenn ich was richtig mache, dann am besten mich mal loben. Aber viel Spaß beim Zuschauen. So, Schluss mit goldenen Rädern. Da ist jetzt erste Schicht Grundierung. Die Gummis werden sowieso abgezogen. Jetzt kommt mal vernünftige Lackschicht drauf. Das sieht aber Bombe aus. Thank you.
So habe ich das gemacht. Ich habe Blech rausgeschnitten, hier reingeschweißt, Spachtelnaht hier zu, von der anderen Seite mit Karosseriekleber und dann wird das ganz gut aussehen. So wie hier vorne habe ich auch ein kleines Stück reingeschweißt. Ja. Da war keine große Durchrostung, nur so ein bisschen Morsch, da habe ich abgeschliffen und gemacht. Hier habe ich auch ein kleines Stück zugeschweißt. Ansonsten sieht das überall ganz gut aus. So wie hinten. Da habe ich auch hier eine Delle. Muss ich nochmal zuschweißen, kleine Blech rein. Sieht ganz gut aus. Habe ich das Ganze schon vorbereitet. Hier vorne auch. Hier. Genauso wie hier unten. Da eine Tür. Kleine Macke. Heckklappe. Heckklappe ist auch schon fertig. Dann hier. Kleinigkeit hier, da muss ich nochmal. Ja, wichtige Sache ist das hier. Das ist wichtig, dass ich hier hingekriegt habe, ohne neue Kotflügel zu kaufen. Also wunderbar.
meine Lada Niva im Moment aus. Es ist alles gespachtelt, es ist alles grundiert, es ist kein einziger Rostfleck an außen an der Karosserie dran ist. Ja, Farbe unterwegs, ab einmal bestellt, war falsche. Ich dachte, das wäre 420er Nummer. Ich glaube doch nicht, das ist eine 377er müsste sein. Morena heißt sie, davor habe ich ja Balti Blue bestellt. Und deswegen muss ich jetzt zurückschicken und dann wieder von vorne das Gleiche. Und ja, die nächste Folge wird ja sein, wie ich den Wagen nachher schon lackiert, zusammenschraube, Scheinwerfer rein, Kühlergrill, Stoffstangen und so weiter. Ich muss noch zwei neue Reifen kaufen, das mache ich später. Und dann machen wir zusammen eine Inspektion, das heißt Ölwechsel, Filtern wechseln, Kerzen habe ich vorwechseln, Ventildeckeldichtung habe ich vor auch zu wechseln. Sieht so aus, dass das an einer Stelle undicht ist. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ja, das sind die Rücklichter, die ich gekauft habe. Die sind nicht neu, gebraucht, aber an meinem Niva sind die schon. Halterungen alle abgebrochen und dann ist an der rechten Seite ein Glas ist kaputt. Deswegen habe ich mir gedacht, am besten gut gebrauchten kaufen und die sind ja angekommen. Die sehen aber sehr gut aus. Ja, so sieht das dann aus. Hauptsache alle Halterungen sind heile, also Glas ist ja heile und das ist sehr wichtig. Das ist genau die zweite dann. Ja. Sind sehr gut verpackt, da hat sich eine sehr viel Mühe gegeben. Ja, gut aus, keine Risse, nichts, Halterungen sind alle heile und das ist auch wichtig.